Okay, dann legen wir los. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Emissionsausgleich durch Bäume pflanzen. Wie geht das? An der diesjährigen Nachhaltigkeitswoche der Uni Basel. Wir haben spannende Inhalte vor uns. Es wird um CO2-Reduktion, Ausgleich und Kompensation gehen und was Bäume dafür für eine großartige Rolle spielen. Mit dabei sind das Projekt der AG Nachhaltigkeit, Uni Basel on Ecosia, die Baumpflanzprojekte Arbol con Razón und Desert Tree sowie die Schweizer Kleidermarke Nikin. Und ich freue mich sehr auf die Inputs und Denkanstöße und Diskussionen. Wir würden zuerst gerne die thematischen Inputs und Geschichten vorstellen und dann in eine Fragerunde und Diskussion kommen. Wenn ihr also Fragen an mich oder wie ich sie liebevoll nenne, meine Baumjungs habt, dann stellt die entweder am Schluss in der Diskussion oder schreibt sie einfach hier in den Zoom-Chat und ich sammle diese dann für das Ende. Okay, dann legen wir mal los, zuerst mit einer Einführung zu Emissionsausgleich und Bäume pflanzen. Eine treibende Kraft des Klimawandels sind die erhöhten CO2-Emissionen in der Atmosphäre. CO2, also Kohlenstoff oder auch Kohlendioxid, ist ein Treibhausgas. Das heißt, es funktioniert wie ein Treibhaus, wird also in die Atmosphäre abgegeben und dort aufgefangen, wie unter einer Glasglocke. Per se ist das was Gutes, denn so wird es bei uns muckelig warm gehalten. Sonst wäre unser Planet nämlich ziemlich schnell eine Eiswüste. Das Problem dabei ist, durch den Lebensstil von uns Menschen gelangt viel zu viel Kohlenstoff in die Atmosphäre und führt global zu ansteigenden Temperaturen, was sich sowohl akut als auch eben auf längere Sicht sehr ungünstig auf den Lebensraum von Tieren, Pflanzen und uns Menschen auswirkt. Und diesem Effekt wollen wir natürlich entgegenwirken. Emissionsausgleich bedeutet die Verhinderung, Reduktion oder Kompensation von CO2 oder anderen Treibhausgasen wie zum Beispiel Methan. Und der CO2-Austausch kann zum Beispiel entsprechend von einem Produkt, zum Beispiel einer Jeans oder einer Leistung wie einem Flug, kompensiert werden. Das heißt, als Konsumierende zahlen wir dafür einen Extrabetrag, der dann in Klimaschutzprojekte fließt und so zu einer Balance führen soll. Oder aber Firmen und Unternehmen können ihr Geld auch selbst in erneuerbare Energien wie Solarenergie stecken und so von vorne weg die Emissionen senken oder vielleicht gar verhindern. Oder man kann natürlich auch in Energieeffizienz investieren. Das heißt, etwas wird leichter gebaut oder aus einem umweltfreundlicheren Material oder so, dass weniger Elektrizität nötig ist, was ebenfalls weniger CO2-Ausstoß kreieren soll. Generell geht hier das Geld oft durch mehrere Hände und die Emissionsberechnungen sind komplex und für uns Individuen und Konsumierende ziemlich schwer durchschaubar. Emissionsausgleich von CO2 ist zudem auch ein freiwilliger Akt. Es gibt dafür noch keine strikten Regeln oder Gesetze und der Markt und Handel ist enorm intransparent und einfach sehr unreguliert. Es kann funktionieren, doch es gibt auch sehr, sehr viel graue Zonen und enorm viel Raum für Greenwashing, also dem scheinbar guten Akt fürs Klima, ein umweltfreundliches Image nach außen, während im Hintergrund alles gar nicht so verantwortungsbewusst läuft. Und eine der beliebtesten Methoden zum Emissionsausgleich ist aktuell das Pflanzen von Bäumen. Bäume sind die wahren Superhelden dieses Planeten, wie sie in dramatischen Dokumentationen gerne genannt werden. Und sie spielen auch wirklich eine enorm große Rolle, für unser Ökosystem, denn sie bieten quasi eine natürliche Klimalösung. Warum? Bäume nehmen CO2 auf. Also lasst uns einen ganz kurzen Ausflug in den Biounterricht machen, und uns an die gute alte Photosynthese erinnern. Bäume nehmen den Kohlenstoff, also das CO2, aus der Luft auf und Wasser, H2O, aus dem Boden. Und wandeln es durch das aufgenommene Sonnenlicht in Sauerstoff, O2, den sie dann durch die Blätter wieder in die Luft abgeben. Und das aufgenommene CO2 wandeln sie zum Beispiel auch in Biomasse, das sie selbst für die Bildung von Holz brauchen. Und somit wird auch das meiste CO2 im Stamm gespeichert. Jeder Baum nimmt eine andere Menge CO2 auf, je nach Sorte und Alter. Und durchschnittlich kann man sagen, dass ein Baum in seiner ganzen Lebensspanne, die ziemlich lang ist, by the way,
eine Tonne CO2 aufnimmt. Zum Vergleich, ein Langstreckenflug pro Person erzeugt etwa 1 bis 2 Tonnen CO2. Bäume haben auch noch weitere sehr faszinierende Eigenschaften. Sie entnehmen der Luft nicht nur den für uns schädlichen Kohlenstoff, sondern säubern sie auch von Feinstaub und anderen giftigen Oxiden. Zudem kühlen sie unsere Umgebung, indem sie das absorbierte Wasser aus dem Boden in die Luft abgeben. Und sie spenden natürlich auch Schatten für uns in Städten, für aufgehitzte Straßen oder auf Feldern für andere Pflanzen und Tiere. Ähm, 2019 wurde von Basta und Kollegen von der ETH Zürich eine Studie zum globalen Potenzial für Aufforstung publiziert. Ein Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change gab davor bekannt, dass wir zusätzlich 1 Milliarde Hektar Wald bräuchten, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad bis 2050 nicht zu überschreiten. Zur Referenz, ein Hektar entspricht 10.000 Quadratmetern oder einer Fläche von 100 auf 100 Metern. Und davon brauchen wir 1 Milliarde. Das ist ganz schön viel Holz. Basta und Kollegen erstellten nun ein Modell, um zu berechnen, ob wir denn schon unser Potenzial an Landfläche ausgeschöpft haben, um dieses Ziel zu erreichen. Und dabei wollten sie einerseits nicht nur berechnen, wie viel und welche Landfläche für so ein Ziel genutzt werden könnte, sondern eben auch, ob es unter den angenommenen Entwicklungen des Klimawandels überhaupt möglich sei. Denn wir wissen nicht genau, wo und wie viel neu gepflanzte und eben auch bestehende Bäume unter den jetzigen und vor allem zukünftigen Klimaumständen überleben werden. Ihre Berechnungen zeigen einerseits, dass weitaus mehr Landfläche für Aufforstung genutzt werden könnte als bisher. Das Potenzial an Landfläche ist also noch nicht ausgeschöpft. Und die Ziele für 2015 sind rein von der Landfläche her absolut möglich. Eine sehr große Herausforderung für Aufforstungsprojekte ist aber auch, ob sich die Zustände dieser Landflächen durch den Klimawandel weiterhin so verändern, dass es unmöglich wird, neue Bäume zu pflanzen oder eben wachsen und gedeihen zu lassen. Also haben Sie Szenarien für den momentan angenommenen drastischen Klimawandel in Ihr Modell mit einbezogen. Und dies zeigt deutlich eine zukünftige Abnahme der möglichen Landflächen für Aufforstung. Das Modell zeigt auch, dass die globale Erwärmung zwar zu mehr Bäumen in kälteren Regionen führen könnte, aber zu einem drastischen Baum- und Waldverlust in den Tropen. Im Gesamten führe der Klimawandel, wenn wir nichts tun, zu weniger Bäumen und Wald. Und die Ergebnisse betonen wirklich auch das gegenwärtige hohe Potenzial von Landflächen für Aufforstung auf der ganzen Welt, besonders auch in Ländern, die sonst eher eine sehr zerstörerische Ökonomie haben oder auch Regionen, die zuvor abgestuft wurden. Also zum Beispiel, weil sie überwiegend spärliche Vegetation haben, weil dort Grasland ist oder einfach nur nackter Boden. Sie unterstützen die These, dass Aufforstung und die photosynthetische Kohlenstoffabsorbierung von Bäumen eine der effektivsten Strategien ist, um die CO2-Konzentration global zu senken. Nach dieser Publikation regnete es Spenden für Baumpflanzprojekte und es schossen neue Projekte aus dem Boden. Für Medienrummel sorgte auch eine Aktion in Äthiopien, bei der in nur 12 Stunden 300 Millionen Bäume gepflanzt wurden, was den Weltrekord knackte. Das klingt doch alles gut und vielversprechend. Wir pflanzen also Bäume und wo und wie es eben geht, gut ist. Doch auf die Studie hagelt es auch Kritik. Das Modell sei viel zu undifferenziert und es sei viel zu viel Landfläche mit einbezogen, die eben für Landwirtschaft genutzt wird oder zu dicht von Menschen besiedelt ist. Und einfach Millionen von Bäumen in die Erde zu rammen, ist vielleicht gar nicht so nachhaltig, wie wir denken. Ein Baum zu pflanzen ist immer eine gute Tat, denn ja, wir brauchen mehr Bäume, aber wir sollten uns auch um die bestehenden Bäume und Wälder kümmern und sie schützen. Übermäßige Abholzung, intensive Landwirtschaft oder der Anbau von Monokulturen, also nur einer Sorte Pflanzen, zerstören die Kultivierung von Wald und möglicher Baumpflanzfläche und gefährden Biodiversität.
Durch Klimaerwärmung häufen sich auch Waldbrände, welche nicht nur eine enorm zerstörerische Wucht haben, sondern eben auch einen weiteren sehr fiesen Klimaeffekt. Ein brennender Baum lässt das ganze gespeicherte CO2 wieder frei. Der Trend, einen Baum für ein gekauftes Produkt oder eine genutzte Leistung zu pflanzen, ist eine super Werbestrategie und aktuell eine der beliebtesten Methoden für den Emissionsausgleich, besonders auch, weil es uns als Individuen etwas in die Hand gibt. Es ist gut fürs Gewissen, es ist gut fürs Klima, wir können damit was ausgleichen, wir geben damit was zurück. Es scheint eine sehr simple Lösung zu sein. Aber der scheinbar simple Akt, einen Baum zu pflanzen, ist alles andere als einfach. Es muss die richtige Baumart sein, am richtigen Ort. Für den Baum muss gesorgt werden, also wirklich um eine nachhaltige Präsenz, für eine nachhaltige Präsenz eines Baumes zu sorgen, ist sehr viel mehr gefragt, als einfach ein Loch in die Erde zu buddeln. Das heißt, neue Bäume zu pflanzen ist wirklich nur ein erster Schritt. Es braucht zudem ein paar Jahre, bis ein Baum groß genug ist, um einen signifikanten Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten. Es ist nicht einfach eine schnelle, grüne Sofortlösung und sollte auch nicht der Punkt sein, an dem wir einfach aufhören. Ich würde hier gerne ein Beispiel als Vergleich ziehen. Recycling ist eine großartige Möglichkeit, um gegen Plastikverschmutzung vorzugehen. Und trotzdem sollten wir weiterhin an der Reduktion von Verpackungen und an der Forschung und Herstellung von alternativen und klimafreundlicheren Materialien arbeiten. So sollte das auch beim Bäumenpflanzen sein. Bäume leisten einen großartigen Job, aber sie werden es nicht alleine schaffen, unser überschüssiges CO2 aufzunehmen. Wir brauchen Bäume, aber die Bäume brauchen wirklich auch etwas von uns. Es braucht eine Veränderung unseres Lebensstils, unserer Ökonomie, unseres Transportverhaltens, um von vornherein gar nicht mehr so viel CO2 zu produzieren. Kompensation und Ausgleich durch Bäume pflanzen sollte niemals eine Entschuldigung dafür sein, mehr zu konsumieren, mehr zu kaufen oder mehr zu reisen. Aber ja, es ist ein erster Schritt und ja, es ist ein Beginn, unser Verhalten und unser Denken ein bisschen zu verändern. Ich würde hiermit den Einführungsteil abschließen und zu den Inputs von Projekten und Unternehmen kommen, die sich eben genau das Pflanzen von Bäumen als Mission und Leidenschaft ausgesucht haben. Und ich darf gerade weitermachen und würde mich an dieser Stelle gern auch nochmal richtig vorstellen. Hallo, ich bin Anja. Ich habe keinen Hintergrund in Biologie, Nachhaltigkeitsentwicklung oder Forstwirtschaft. Ich bin von Hause aus Psychologin und mache an der Uni Basel gerade mein Doktorat. Und seit einigen Jahren setze ich mich intensiv mit meiner eigenen Verantwortung und auch Handlungsfähigkeit in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimawandel auseinander. Und in diesem Zuge habe ich auch das erste Mal von Ecosia gehört, einer Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Ich habe sofort auf all meinen Geräten Ecosia installiert und pflanze seither Bäume, indem ich durch das Internet suche, und ich kann das auch mit einem persönlichen Zähler verfolgen, wie viele Bäume ich tatsächlich pflanze. Was haben also jetzt Bäume mit dem Internet zu tun? Computer brauchen Strom. Unsere Smartphones brauchen Strom. Das erzeugt CO2, das ist relativ klar. Aber das Internet ist doch eigentlich ein virtueller Ort. Ja, eben nicht ganz. Das Internet braucht auch physisch Platz und füllt ganze Rechenzentren mit Servern, die mittlerweile der Größe von Kleinstädten entsprechen und Unmengen von Strom brauchen, ständig gekühlt werden müssen und so enorm viel CO2 produzieren. Unsere digitale Welt erzeugt mittlerweile etwa so viel CO2 wie unser globales Flugverhalten. Online-Shopping, künstliche Intelligenz, Speichern und Schicken von Daten, Streaming-Dienste, unbegrenzter Zugang zu Infos, Social Media und Zoom-Calls. Gerade jetzt wird uns zwar bewusst, wie wertvoll und wie notwendig das Internet ist, aber uns wird wahrscheinlich auch langsam bewusst, dass es ein bisschen klimaschädlich sein könnte. Das ist Anbietern von Suchmaschinen sehr bewusst und die meisten arbeiten auch ziemlich fleißig daran, ihre Emissionen zum Beispiel durch erneuerbare Energien zu senken oder zu kompensieren. Und wir haben selber auch Einfluss auf unseren digitalen Fußabdruck. Ecosia hat dafür eine ganz smarte Strategie gefunden.
Ecosia funktioniert wie jede andere Suchmaschine auch. Sie verwendet dabei den Algorithmus von Bing, der Suchmaschine von Microsoft. Aber sie haben ihre eigene Benutzeroberfläche, ihre eigenen Werbeverträge und auch eigene Datenschutzrichtlinien. Wie jede andere Suchmaschine generiert Ecosia ihre Einnahmen durch das Klicken auf Anzeigen, die über oder neben den Suchergebnissen erscheinen. Und Ecosia verdient dann pro Klick auf eine geschaltete Anzeige oder auch auf bestimmte Webseiten ein paar Cents. Und mit durchschnittlich 45 Suchanfragen wird das Pflanzen von einem Baum finanziert. Das heißt, jede Suchanfrage mit Ecosia bindet indirekt CO2. Seit der Gründung durch Christian Kroll in Berlin übrigens 2009 wurden nun weltweit schon über 120 Millionen Bäume mit Ecosia gepflanzt. Ecosia arbeitet hierbei nicht mit einer großen Baumpflanzorganisation zusammen, denen sie das Geld überweist, sondern sie arbeiten mit lokalen Partnern, die sich vor Ort um die Bäume kümmern können. Gepflanzt wird vor allem in Biodiversitäts-Hotspots. Das sind Gebiete mit einer besonders großen Anzahl von seltenen Arten und stehen unter enormer Bedrohung, sowohl durch uns Menschen, also durch Abholzung, Landwirtschaft oder Monokulturen zum Beispiel auch, als auch durch die Auswirkungen des Klimawandels wie Waldbrände, Erdrutsche, Überflutung und Dürre. Und indem Ecosia Bäume in diesen Gebieten pflanzt, beschäftigen sie eben auch lokale Gemeinschaften und bieten den Menschen eine attraktive Alternative auch, damit sie ihr Land nicht an zum Beispiel Monokulturproduktion verkaufen müssen. Und ihre Baumpflanzprojekte sind somit auch soziale Projekte, wodurch die Menschen vor Ort unterstützt werden und ja auch eine stärkere Verbindung zu ihrem eigenen Land und zu den Bäumen besonders aufbauen. Es werden nur einheimische Bäume gepflanzt und gezählt werden auch nur die Bäume, die länger als 3 Jahre überleben. Das misst Ecosia kontinuierlich mittels Inventuren und auch Satellitenüberwachung. Dann, was mir auch immer noch ganz wichtig ist, zu sagen, dass Ecosia ihre Finanzen sehr transparent darlegt. Sie veröffentlichen jeden Monat einen Finanzbericht, der zeigt, wie viel Geld sie über die Suchanfragen eingetrieben haben und wie sie dieses Geld ausgegeben haben, besonders eben, wie viel davon in welche Baumpflanzprojekte weitergeleitet wurde, was sie sonst noch ausgegeben haben für Werbung, Marketing, für Steuern und zum Beispiel Reisen oder anderes. Vor knapp 2 Jahren habe ich dann das erste Mal von den Uni Basel on Ecosia-Kampagnen gehört. An der Uni in Sussex in England hatten sich 2018 ein paar Studierende zusammengetan und ihre Uni davon überzeugt, Ecosia als Standardsuchmaschine auf allen ihren Rechnern zu installieren. Und mit Erfolg. Die Uni Sussex wechselte offiziell zu Ecosia. Das inspirierte auch sehr viele andere Studierende, ihren Unis von Ecosia zu berichten und dazu anzuregen, zu dieser grünen Suchmaschine zu wechseln. Was also als sehr kleines Projekt begann, wurde wirklich schnell zu einer weltweiten Bewegung. Es gibt mittlerweile über 100 Kampagnen an Universitäten auf der ganzen Welt. Und wenn ich das heute richtig nachgeschaut habe, haben bereits 11 dieser Unis den Switch zu Ecosia gemacht. Ich leite eine dieser Kampagnen an der Uni Basel, die auch ein offizielles Projekt der AG Nachhaltigkeit ist. Und mit einem eigens für die Uni Basel kreierten Link zur Installation von Ecosia pflanzt also die Uni Basel Bäume und ich erhalte jeden Monat eine Übersicht. Momentan sind wir bei 533 Bäumen und über 42.000 Suchanfragen wurden gemacht mit diesem Link. Ich erlaube mir auch, diesen Link nachher kurz in den Chat von hier zu tun, falls jemand gern die Kampagne unterstützen möchte oder auch einfach mal Ecosia testen möchte, falls ihr das noch nicht tut. Ich selber nutze Ecosia wirklich schon seit mehreren Jahren, sowohl privat als beruflich und bin sowohl mit der Benutzeroberfläche wie auch mit den Suchergebnissen wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe sehr, dass ich es noch dieses Jahr schaffe, Ecosia an der Uni bei Studierenden und Mitarbeitern nicht nur bekannter zu machen, sondern eben auch auf einem Großteil der Rechner zu installieren. Und dafür laufen im Hintergrund zahlreiche Gespräche mit IT, mit Datenschutzbeauftragten, aber eben auch ein sehr schöner Austausch mit der AG Nachhaltigkeit und der Fachstelle für Nachhaltigkeit. Und ja, im Vordergrund
Social Media. Schaut also mal vorbei auf Uni Basel und Ecosia. Und es laufen natürlich auch Vorträge wie diese, um zu Ecosia was zu sagen und bekannter zu machen. Ich würde mich dann an dieser Stelle erstmal schon mal bedanken für die Aufmerksamkeit, für die Einführung und meinen Input. Und ich würde das Wort dann gleich an Kai weitergeben. Das heißt, ich höre hier mal auf, meinen Bildschirm zu teilen und dann darf das Kai gerade übernehmen. Anja, ich habe hier ein paar technische Probleme. Ja. Und bin darum jetzt hier neu eingestiegen mit dem Namen SSRREK. Okay, ich suche dich mal. SS. Kannst du trotzdem deinen Bildschirm teilen oder geht es nicht? Ja, ich glaube, ich kann. Dann leg du einfach mal los. Okay, gut. Und eine kurze Info an die Runde. Ich wäre froh, wenn alle ihre Mikros stumm schalten. Dann leg du mal das bei, passt. Sieht und hört man mich? Ja. Gut, wunderbar, danke. Dann herzlich willkommen an alle, auch von meiner Seite, hier bei dieser tollen Veranstaltung Emissionsausgleich durch Bäume pflanzen. Wie geht das? Ich will hier ganz kurz erstmal der Anja ganz herzlich für die Organisation von dieser Veranstaltung danken und dann will ich auch gleich loslegen. Mein Name ist Kai Reinacher, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin der Präsident und der Gründer von Arbol Condonasson, einem gemeinnützigen Verein aus Basel, der sich für den Erhalt und die Aufforstung von tropischen Wäldern einsetzt. Ich bin in Weil am Rhein aufgewachsen, habe 2012 hier in Basel meine Lehre abgeschlossen und bin danach direkt für einen Monat nach Costa Rica gereist. In Costa Rica bin ich dann zum allerersten Mal in so einem tropischen Wald gestanden und ich war einfach nur vollends begeistert von der Schönheit, von der Vielfalt, von dem Leben, das es da gibt. Und ich wollte auch unbedingt Schlangen sehen. Ich bin ein totaler Schlangenfan und die sind einfach so schwer zu finden. Einmal hat mir der Guide dann eine Schlange gezeigt und ich habe sie einfach nicht gefunden. Man sieht die in dem unteren linken Bild, ist das Foto davon. Und ich habe sie wirklich erst gesehen, als er mit seinem Finger fast schon sie berührt hat. Und so hat sie dann schlussendlich ausgesehen, wenn man sie von der Seite angeguckt hat. Also ich war einfach begeistert von der Anpassungsfähigkeit und von der Vielfalt des Lebens dort. Als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich dann an der Uni Basel Biologie studiert. Und da habe ich dann eigentlich meine Leidenschaft für die tropischen Wälder noch mit Wissen gefüttert. Also ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass tropische Wälder viel diverser sind, als man so denkt. Die meisten kennen nur den Regenwald. Ich habe zum ersten Mal von dem tropischen Trockenwald gehört. Und so divers wie auch die Ökosysteme selber oder die Wälder selber sind, so divers sind sie auch, was die Formen oder das Artenreichtum angeht. Man sieht hier in der oberen linken Karte die Verteilung der Biodiversität oder da, wo die Biodiversität am höchsten ist. Und unten sieht man, wo tropische Ökosysteme, also tropische Waldökosysteme vorkommen. Und man sieht, dass eigentlich die biodiversesten Ökosysteme sind tropische Wälder. Die beheimaten 2/3 von allen Arten auf der Welt. Außerdem sind sie für unser Klima von riesiger Bedeutung, weil sie einerseits riesige Mengen CO2 speichern, darüber hinaus aber auch die globalen Windmuster beeinflussen und extrem stark in der Wolkenbildung und damit auch an der Schaffung von Niederschlägen beteiligt sind, was auch in weit entfernten Regionen noch für Niederschlag sorgen kann. Leider werden aber tropische Wälder so rasant vernichtet wie eigentlich kein anderer Lebensraum auf der Welt. Und da ist mir irgendwie klar geworden, dass ich da aktiv werden muss. Ich muss einfach was dagegen tun. Und es reicht mir einfach nicht mehr, meinen negativen Impact einfach nur zu verringern, sondern ich will einen positiven Impact haben auf der Welt. Also ich will einen positiven Fußabdruck hinterlassen und ich will mithelfen, diese wertvollen Wälder aktiv zu schützen. Und da habe ich dann ein paar Freunde und Bekannte begeistert
mit mir diesen Verein zu gründen und uns gemeinsam für den Schutz und die Wiederherstellung solcher Wälder einzusetzen. Hier seht ihr ein paar Bilder von unserer Gründungsfeier im Jahr 2017. Kurz danach konnten wir auch schon unser erstes kleineres Aufforstungsprojekt realisieren, das wir zusammen mit dem Unternehmen Arbofino durchgeführt haben. Das ist ein Unternehmen, das nachhaltige Investments anbietet. Und da haben wir auf diesen 4 Hektar Flächen, die man da oben links hinter mir sieht, haben wir 2800 Bäume, einheimische und standortgerechte Bäume gepflanzt und dabei echt wertvolle Erfahrungen gesammelt. Und es war auch wirklich sehr harte Arbeit. Also die Bedingungen waren sehr harsch. Es war extrem heiß, vor allem sobald die Sonne rausgekommen ist. Aber trotzdem musste man immer in so einer Vollmontur arbeiten, wie man hier auf dem mittleren Bild sieht. Weil es gab einfach diese Sandflies und die kommen raus, sobald man anfängt, in der Erde zu arbeiten. Und die verstechen einen einfach total, wenn man nicht komplett eingepackt ist. Das hat bei der Hitze dann natürlich noch zusätzlich für Anstrengungen gesorgt. Direkt im Anschluss an dieses Aufforstungsprojekt bin ich mit meiner Verlobten dann für etwas mehr als ein Jahr durch Lateinamerika gereist, also von Peru bis nach Mexiko, alles über den Landweg natürlich. Und dabei haben wir bei unzähligen Umweltschutz- und Landwirtschaftsprojekten und auf Biobauernhöfen mitgearbeitet und in verschiedenen Bereichen von nachhaltigem Leben eigentlich wertvolle Erfahrungen gesammelt. Unsere erste Erfahrung auf einem Bauernhof war oben links auf diesem Bild, wo ich mit meiner Freundin und Walter und Susan drauf bin. Und den Berg, den man da im Hintergrund sieht, über den werde ich euch später noch ein bisschen mehr erzählen. Jetzt aber würde ich gern kurz auf das Thema heute zu sprechen kommen. Emissionsausgleich durch Bäume pflanzen. Wie geht das? Und da gibt es die einen, die fordern, dass man jetzt eigentlich Plantagen anlegt mit möglichst schnell wachsenden Bäumen, um einfach nur möglichst schnell möglichst viel CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Und sie sagen, es spielt eigentlich dabei nicht so eine große Rolle, ob das einheimische oder standortfremde Bäume sind, ob das Monokulturen sind. Hauptsache, wir kriegen möglichst schnell CO2 aus der Atmosphäre. Und die anderen sagen, wir müssen natürlich aufforsten. Also wir müssen versuchen, möglichst natürliche Wälder wiederherzustellen. Und wir von Arbol con Razón, wir sind eindeutig dafür, dass man natürlich aufforstet und nicht einfach nur Plantagen anlegt. Und ich erkläre euch auch gern, warum. Einerseits sieht man hier in diesem Bild schön, dass Mischwälder oder Mischkulturen die Ressourcen, also Platz, aber auch Nährstoffe komplementär nutzen. Das heißt, in einer Monokultur brauchen alle den gleichen Wurzelraum. Es brauchen alle zur gleichen Zeit die gleichen Nährstoffe. Während in einer Mischkultur brauchen alle unterschiedliche Nährstoffe. Sie brauchen die Nährstoffe zu unterschiedlichen Zeitpunkten und sie nutzen unterschiedliche Räume für ihren Wurzelraum, genauso wie für ihre Krone. Und so wachsen Mischkulturen schneller und speichern insgesamt mehr Kohlenstoff als Monokulturen. Verschiedene Studien haben das schon untersucht. Und eigentlich haben Monokulturen fast nie besser abgeschlossen als Mischkulturen bzw. natürliche Wälder. Es gibt Fälle, wo Monokulturen aus sehr schnell wachsenden Bäumen mit Mischkulturen mithalten können, aber übertrumpft haben sie eigentlich nie. Da kann man sich fragen, gibt es vielleicht noch andere Punkte, die für den Mischwald sprechen? Die gibt es eindeutig. Eine ist die Stabilität. Es hat sich erwiesen, dass Monokulturen extrem instabil sind. Also hier bei uns kennt man das vom Windwurf zum Beispiel. Nach einem starken Sturm stehen in den Mischwäldern viel mehr Bäume noch als in Monokulturen. Oder natürlich sind Monokulturen auch ein Schlaraffenland für Schädlinge. Das sehen wir jetzt mit dem Fichtenborkenkäfer, der zu einem Riesenabsterben von Fichten führt. Und da ist es natürlich so, wenn so ein Ökosystem oder so eine Plantage kollabiert
dann gelangt das CO2 oder der Kohlenstoff, der da drin gespeichert ist, früher oder später wieder zurück in die Atmosphäre. Und dann hat man am Ende eigentlich gar nichts gewonnen. Außerdem geht es in Zeiten von vom Artensterben. Es gibt ja nicht nur den Klimawandel, wir erleben auch ein dramatisches Artensterben und da geht es darum, wirklich Lebensraum zu schaffen. Und in eine Monokultur ist eine Art ökologische Wüste, ganz besonders dann, wenn es sich um gebietsfremde Arten handelt. Und der Lebensraumverlust ist ja die, beziehungsweise die, der Lebensraumverlust und die Fragmentierung von Lebensraum sind die Nummer eins Ursache für das Artensterben. Also ist eigentlich das Wichtigste, was wir dagegen machen können, ist Lebensraum wieder herzustellen, neu zu schaffen und Lebensräume wieder miteinander zu verbinden. Darüber hinaus erbringen natürliche Wälder eine Vielzahl von anderen Ökosystemdienstleistungen, auf die ich jetzt leider nicht weiter eingehen kann. Fazit, unser Standpunkt ist eigentlich ganz klar, es können nicht Plantagen sein, es müssen natürliche Aufforstungen sein. Es geht eben nicht einfach nur ums Bäume pflanzen, es geht eigentlich darum, naturnahe, balancierte und funktionierende Ökosysteme zu schaffen. Und da steckt einfach mehr dahinter, als einfach nur Bäume zu pflanzen. Und das sehen nicht nur wir so, das sieht auch die UNO so, darum hat sie das jetzige Jahrzehnt als Jahrzehnt der Renaturierung, also die UN Decade on Ecosystem Restoration, gewidmet und nicht der UN Decade on Tree Planting. Und um unseren Beispiel und um unseren Beitrag gleich zu Beginn von diesem von dieser Dekade auch zu leisten, werden wir dieses Jahr anfangen, diesen Berg zu begrünen, den ich vorhin erwähnt habe. Den sieht man auf dem Hintergrund, auf dem Foto im Hintergrund. Man sieht auf dem großen Bild da unten so einen kleinen Punkt, wo Finca Sagrada steht. Da ungefähr sind wir gestanden, als dieses Foto geschossen wurde. Und dieser Berg ist eigentlich unser neues Projekt. Der ist riesig, der hat über 270 Hektare. Der wurde vor Jahrzehnten gerodet, um darauf Viehwirtschaft zu betreiben. Der Boden ist sehr verarmt, stark ausgewaschen und es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, dort Landwirtschaft zu betreiben. Auch so als Anknüpfungspunkt zu dem, was Anja vorhin gesagt hat, was bei der Studie von Bastin kritisiert wurde. Es ist eben meiner Meinung nach auch wichtig, dass wir die hochproduktiven Standorte wirklich auch für die Landwirtschaft reservieren und nicht bestes Landwirtschaftsland zu reinen Naturwäldern aufforsten. Da kann man über Agroforstsysteme sprechen. Das ist eine super Lösung für die Zukunft. Aber für wirklich Naturreservate, wie wir es geplant haben, eignet sich so ein Standort wie jetzt hier der Sacred Mountain natürlich ideal, weil er einfach sich, ja, er eignet sich nicht mal mehr für die Weidehaltung. Und wir werden dieses Jahr zu Beginn der Regenzeit anfangen, da unten an dem kleinen Zipfel in der Nähe von der Finca Sagrada unser Pilotprojekt zu starten, um auch so ein bisschen unser Vorgehen und unsere Methoden zu testen und zu verfeinern, um sie dann nach und nach auf den ganzen Berg zu übertragen. Und wir hoffen, dass wir dann bis Ende dieses Jahrzehnts der Decade on Ecosystem Restoration auch den ganzen Berg mit einem einheimischen Mischwald bepflanzen konnten. Ja, und da steht in nächster Zeit sehr viel an. Es werden sehr spannende Zeiten. Wir haben sehr viel zu tun. Und ich möchte auch jeden gern herzlich einladen, der begeistert ist, sich für tropische Wälder einzusetzen, bei uns mitzumachen. Wir haben auch wirklich Aufgaben für jedes Talent. Es kann jeder mit seinem Talent sich so einbringen, wie er kann und wie er will. Und wir freuen uns über jede Unterstützung, die wir kriegen können. Und damit danke ich herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen beiden Präsentationen.
Vielen Dank, Kai. Das sah wirklich sehr, sehr schön aus und grün. Ich freue mich sehr, dass ihr dort dieses Landstück dann bepflanzen könnt. Dann würde ich das Wort gerade weitergeben an Khalil. Dann darf er seinen Bildschirm teilen. Irgendwie geht das nicht. Scheint ein Problem zu geben beim Bildschirm teilen. Ja, jetzt. Gut. Jetzt geht's. Also, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Khalil Belaid. Ich bin der Gründer von Desert Tree, einem bescheidenen kleinen Verein, der seinen Beitrag zur Aufforstung macht. Ich habe in Basel studiert. Ja, ich möchte lieber zum Verein kommen, weniger zu mir. Gut, Desert Tree, wenn ihr an eine Wüste denkt, dann denken die meisten wahrscheinlich oder haben vor ihrem inneren Auge irgend sowas vor den Augen. Aber wenn ich von Wüste spreche, dann denke ich an diese Sachen zum Beispiel. Also Kai hat es vorhin angesprochen, Monokulturen, Betonwüsten oder zerstörte Regionen, desertifizierte Regionen und so weiter. All diese Regionen haben eines gemeinsam, und zwar verschiedene Faktoren. Sie sind lebensfeindlich, sie bieten wenig Lebensraum für Biodiversität. Sie sind schlecht für die Umwelt. Sie speichern wenig CO2 und so weiter. Sie sind nicht resilient, haben eine schlechte Resilienz, können schlecht Wasser speichern und so weiter. Wir haben schon vieles gehört. Ich möchte nicht in die Details gehen. Gerne können wir das am Ende weiter diskutieren. Deswegen ist die Philosophie eigentlich von Desert Tree, Oasen zu schaffen. Und zwar überall in diesem Ödland, in diesen Gebieten. Das ist unsere Philosophie. Wir schaffen kleine Mikrospots oder bisschen auch größere. Unsere Einstellung ist, der beste Tag, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der nächstbeste ist jetzt. Und deswegen los. Kommen wir dazu, was Desert Tree eigentlich ist. Wie gesagt, wir sind eine bescheidene NGO. Unser Hauptaugenmerk ist die Aufforstung und der Schutz von Wäldern. Unsere weiteren Projekte sind Projekte mit Bienen, sei es Wildbienen oder Honigbienen. Wo sind wir aktiv? Wir sind mittlerweile in verschiedenen Ländern, auf verschiedenen Kontinenten. Angefangen hat das Ganze aber in Algerien. Ich bin aufgewachsen in Algerien, habe viel Zeit in diesem Wald verbracht, den ihr da auf dem Foto seht. So sah es vorher aus und während meiner Schulzeit habe ich mir gedacht, ich möchte mein eigenes Projekt starten und habe bereits, als ich im GYM war, angefangen, Bäume zu pflanzen auf dieser Fläche. So sah es vorher aus. Mittlerweile sieht es so aus. Das ist ein Foto im Winter. Wir sind auf 1000 Meter Atlasgebirge. Es schneit. Es ist das Tor zur Wüste. Mittlerweile wachsen da hunderte Bäume, wenn nicht tausende. Ich zähle sie nicht genau, ehrlich gesagt. Weiß auch nicht aktuell die genaue Lage wegen Corona. Ja, andere Projekte zum Beispiel haben wir in Kirgisistan gestartet. In Kirgisistan, also Zentralasien, das untere Foto ist in Tadschikistan, das obere in Kirgisistan. Da haben wir gemeinsam mit einer NGO gearbeitet, wo jede Familie von der NGO eine Kuh bekam und von uns bekamen sie Apfelbäume. Wir haben uns für Apfelbäume entschieden, weil es das Vavilov-Zentrum ist, das Ursprungszentrum, und haben alte sowjetische Sorten gefunden und jede Familie bekam da eine Handvoll Bäume. Und die ersten Früchte gab es schon jetzt seit Jahren. Ja, Haiti, da ist auch ein kleines Projekt, was wir machen. Pflanzen da ein paar Bäumchen mit auch einheimischen Leuten. Wichtig ist es für uns immer,
die einheimischen Menschen einzubeziehen. Wichtig ist für uns auch immer, die Menschen zu sensibilisieren. Das ist ein Bild aus Marokko, aus dem Atlasgebirge. Hier sieht man unten, das ist eine Schule, das ist eine Steinschule. Das heißt, die Kinder lernen nicht nur Rechnen und Schreiben, sondern die lernen auch Gärtnern. Sie haben hier einen Garten und hier haben die Kinder ihre Versuchsfelder. Das heißt, die Kinder probieren aus, lernen, learning by doing. Auf dieser Fläche bis hier oben, diese Bäume gehören auch dazu, haben wir gemeinsam mit der Schule und Freunden über 800 Bäume gepflanzt auf einen Schlag. Das war, nachdem wir den Nachhaltigkeitspreis gewonnen haben von der Uni Basel. Und mit dem Preisgeld konnten wir uns das finanzieren. Mittlerweile wurden immer mehr Bäume gepflanzt. So sieht es jetzt aus nach dem Schneefall. Eine schöne Anekdote. Am letzten Tag, als wir fertig waren, begann es zu regnen. Es hat ein Jahr nicht geregnet. Am nächsten Tag lag Schnee. Nur so, kleine Anekdote. Ja, wie gesagt, das zweite sind Bienen, denn ohne Bestäubung keine höheren Pflanzen und keine höheren Pflanzen ohne Bestäuber. Und ohne Bestäuber keine Nahrung und somit auch kein Bier. Warum wir das alles machen? Es ist sind kleine Maßnahmen gegen Desertifikation. Es ist eine kleine Maßnahme für die Biodiversität. Es ist ein kleiner Funke oder ein kleiner Tropfen für das Klima, für das Mikroklima. Aber vor allem ist es Sensibilisierung für die Bevölkerung. Bei all unseren Aktionen, sei es im Inland oder im Ausland, beziehen wir immer nicht nur die einheimische Bevölkerung an, vor allem wollen wir Kinder dazu inspirieren. Naturpädagogik ist uns sehr wichtig bei unseren Aktionen. Wir integrieren oft Schulklassen und möchten somit den Kindern Bäume in die Köpfe pflanzen. Ja, ich würde sagen, das war's von meiner Seite. Danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt ist es an euch, eure kleine Oase zu erschaffen. Danke. Sehr schön, vielen Dank. Du hast mir auf jeden Fall auch ein paar Bäume in den Kopf gepflanzt und ich hoffe, wir schaffen noch ganz, ganz viele Oasen. Dann wären wir schon beim letzten Input und ich würde das Wort an Robin geben von Nikin. Bist du ready für... Ach, super. Genau. Magst du noch Mikro anmachen? Oder auch Kamera, genau. Wenn du magst? Hört ihr mich jetzt? Jetzt hören wir dich, ja. Okay. Die Kamera finde ich auf diesem Bildschirm jetzt gerade nicht, wo einschalten. Aber Hauptsache, ihr hört mich. Und ihr seht die Präsentation, das erste Bild, das war eigentlich eines zu früh. Das wäre das Startbild, seht ihr das? Ja, das sehen wir, danke. Okay, perfekt. Ja, vielen Dank für deine Einleitung, Anja, und auch die anderen zwei Präsentationen, sehr spannende Präsentationen. Im Gegensatz zu euren Organisationen pflanzen wir die meisten Bäume nicht selber, aber trotzdem pflanzen wir auch sehr viele Bäume. Wir sind Nikin, ein Schweizer Modelabel mit einem ganz einfachen und simplen Konzept, und zwar pflanzen wir pro verkauften Produkt einen Baum. So konnten wir bisher bereits mehr als 1 Million Bäume pflanzen in den letzten 4 Jahren. Ich möchte euch etwas über Nikin erzählen, vor allem auch die zuerst mal vorstellen für diejenigen, die Nikin noch nicht kennen. Ich glaube, viele haben schon davon gehört oder man hat schon mal vom Baum gehört, aber vielleicht nicht von der eigentlichen Marke Nikin. Genau, auch ein paar Hintergründe zu mir selber. Wieso, dass wir überhaupt Bäume pflanzen, was ist da unser Gedanke dabei und auch wie wir das machen. Genau, wie gesagt, wir sind ein Mode-Brand, das heißt, wir produzieren Kleider und für jedes Kleidungsstück oder jedes Produkt lassen wir einen Baum pflanzen.
Unsere Produkte, die versuchen wir möglichst nachhaltig zu produzieren und so nicht nur mit den Bäumen und Pflanzen nachhaltig zu sein, sondern das ganze Konzept von Nikin soll sich in einem nachhaltigen Rahmen bewegen. Wir produzieren hauptsächlich in Europa. Über 95% der Produkte sind europäisch produziert, haben somit auch kurze Wege von Transportwege. Und so konnten wir auch dieser Emission entgegentreten. Nikin wurde gegründet im 2016 von mir und meinem Jugendkollegen Nicolas Hanni. Wir nennen uns selber eigentlich Cousins, obwohl wir das gar nicht sind. Ist ein bisschen kompliziert, darum sagen wir meistens einfach, wir sind Cousins. Auf jeden Fall sind wir zusammen aufgewachsen, hatten eine super gute Kindheit und haben auch immer gesagt, dann in den späteren Jahren, so mit 16, 17, wir sollten irgendwann mal was zusammen machen, weil von beiden Seiten kamen gute, wie soll ich sagen, beide hatten seine Eigenschaften, er vor allem im Marketing, im wirtschaftlichen Aspekt und ich mehr im kreativen und in ideenreichen Sachen. Und so haben wir uns gefunden. Ich kam im Jahr 16 von Kanada zurück, war da in einem längeren Sprachaufenthalt und war auch reisen durch die weiten Wälder da, wurde da inspiriert, vor allem von diesen schönen, langen, schlanken Tannen und habe mir da dieses Logo, das jetzt auch das Logo von Nikin ist, im Kopf schon so gebildet. Und als ich dann zurückkam, da haben wir mal abgemacht, Nicolas und ich, auf ein Bier, weil wir sagten, so, jetzt komm, starten wir was, wir wussten nicht was, aber wir brainstormten mal mit einem Tier zusammen. Ich brauchte da die Idee von dieser Tanne, die ich im Kopf hatte, wollte die auf ein Produkt bringen. Er hatte auch schon früher solche kleine Projekte gemacht und so haben wir dann überlegt, was könnten wir machen. Gut, machen wir Beanies, das war unser erstes Produkt, das sind die Wintermützen. Wir haben die dann Trini, also Tree und Beanie genannt, mit der Idee für jedes verkaufte Beanie einen Baum zu pflanzen. So ist das dann entstanden. Und jetzt 4 Jahre später haben wir doch eine gewisse Bekanntheit in der Schweiz erreicht. Viele kennen uns, viele haben wahrscheinlich den Baum schon mal irgendwo gesehen. Und noch Ende 2020 konnten wir die 1 Million Bäume Grenze knacken, was doch eine sehr schöne Zahl ist, eine große Zahl. Genau, so viel kurz zu Nikin. Wieso wir eigentlich Bäume pflanzen? Wir sind keine Spezialisten, wir sind keine Förster oder Wissenschaftler als Background, sondern wir sind sehr einfach gestrickt. Ich habe zuerst Automechaniker gelernt, dann habe ich mich in kreative Weisen weitergebildet und also da war noch nicht viel Background von Bäume pflanzen, auch von Nicolas Seite eher weniger als Wirtschaftsstudent mit Schwerpunkt Marketing. Genau, aber wir pflanzen Bäume, weil wir selber sehr naturverbunden sind. Wir sind langjährige Pfadder, haben da die Natur hautnah wirklich miterlebt. Und der Wald ist uns einfach sehr wichtig. Es ist nicht nur schön, sondern wie wir in den anderen Präsentationen gesehen haben, es ist die Lunge der Erde und dazu sollten wir wirklich Sorge tragen. Ich glaube, wir alle wissen, dass wenn der Wald verschwindet, dass da auch die Menschheit bald verschwinden würde. Und es ist ein wichtiges Thema und daher wollen wir auch so viele Bäume pflanzen wie möglich. Oft hören wir auch, dass diese paar Bäume, die wir hier pflanzen, dass das keinen Unterschied macht. Aber ich muss da auch sagen, bei Nikin geht es nicht nur ums Bäume pflanzen selber, sondern wir wollen einen Effekt auf die Gesellschaft haben und auch die Menschen, so viele Menschen wie möglich dazu inspirieren, etwas bewusster durchs Leben zu gehen. Etwas bewusster heißt für uns nicht, die komplette Nachhaltigkeit zu leben und auf alles verzichten, was irgendwie Spaß macht, sondern es sind Kleinigkeiten im Leben zu berücksichtigen, wie dass man zum Beispiel ohne Plastiksack einkaufen geht oder seinen Abfall recyceln zu Hause, mal etwas Gebrauchtes zu kaufen und nicht alles muss neu sein. Das sind diese kleinen Dinge, die jeder einfach umsetzen kann und wenn das jeder macht, dann hat das einen Rieseneffekt. Auch wir selber sind nicht perfekt und wollen
nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen, dass jemand ein schlechter Mensch wäre, weil er jetzt fliegt oder Fleisch isst oder was auch immer. Auch wir gehen ab und zu mal mit dem Flugzeug auf eine Reise in die Ferien, zwar sehr selten, aber wir machen es trotzdem. Auch Fleisch essen wir ab und zu, leben nicht vegan oder vegetarisch, schauen dann einfach, dass es ein gutes Fleisch ist, wo wir wissen, wo es herkommt. Genau. Also wir wollen wirklich nicht missionieren mit unserem Brand, sondern wir wollen inspirieren, den Leuten zeigen, es geht einfacher. Und so konnten wir bisher sehr viele Menschen erreichen, vor allem in der Schweiz, jetzt immer mehr auch im nahen Ausland. Und wir haben das Gefühl, dass wir durch unser Brand auch diese Gedanken ein bisschen bei den Menschen implementieren können und das auf eine gute Art und nicht auf eine radikale Art. Und ich glaube, so haben dann die paar Bäume, die jetzt doch schon mehr als 1 Million sind, nicht nur der Baum selber den Effekt, sondern auch den Effekt auf die Gesellschaft. Und ja, das Bäume pflanzen ist so eigentlich zu unserem Symbol geworden für alles, was wir machen, sei es bei der Produktion, sei es auch im Umgang mit den Personen. Wir glauben an das Gute und da ist der Baum sicher ein starkes und gutes Symbol dafür. Genau. Eine Frage, die von vielen immer wieder kommt, ist, wie und wo wir überhaupt diese Bäume pflanzen. Es ist also nicht so, dass wir, wenn eine Bestellung erhalten, gleich aufnehmen und draußen irgendwo einen Baum pflanzen. Dazu hätten wir leider keine Zeit und Kapazität. Wir arbeiten da sehr eng mit einer Baumpflanzorganisation zusammen, die heißt One Tree Planted. Die ist von Nordamerika, die haben wir schon ganz zu Beginn kennengelernt, auch durch Googlen, noch nicht durch Ecosiasen. Und haben die da kennengelernt, die waren da auch in der Startphase und die haben sich zum Ziel gesetzt, das Baumpflanzen für möglichst alle einfach zu machen. Also da kann man Geld spenden und sie pflanzen für die Leute einen Baum. Das heißt nicht, dass sie sich selber pflanzen, sondern sie arbeiten mit vielen kleineren Organisationen rund um die Welt, also Indonesien, Afrika, Südamerika, vor allem in den Amazonasgebieten, wo es auch mega wichtig ist. Und da arbeiten sie eng mit Organisationen, die da leben, wissen, was gepflanzt werden muss. Es sind Spezialisten, die sich auch für die Erhaltung dieser Wälder einsetzen, dass da genau nicht diese Monokulturen entstehen. Und so fließt das Geld eigentlich von ihnen dann direkt in diese Organisationen. Sie zeigen das auch sehr gut und transparent auf ihrer Webseite onetreeplanted.org. Also es ist eine Non-Profit-Organisation und man kann da auch verfolgen, wo genau diese Projekte stattfinden. Sie zeigen viel Content, wie sie die Bäume pflanzen, wie sie auch die Leute vor Ort treffen. Und ja, die nächste Frage war dann, ja cool, tönt schön, alles gut und super, aber wisst ihr, dass das auch alles stimmt? Und das haben wir uns auch lange konnten wir das wie nicht beweisen und darum haben wir sie dann so rasch wie möglich auch besucht. Sind da zum Beispiel auch mal geflogen, weil das nicht anders ging. Aber haben sie in Montreal besucht, haben sie getroffen, haben auch andere Organisationen da in der Nähe, die zum Beispiel Setzlinge aufziehen, besucht mit One Tree Planted zusammen, haben Orte besucht, wo sie schon vor 10 Jahren Bäume gepflanzt haben und uns selber ein Bild davon gemacht. Dann hatten wir auch einen Kameramann dabei, der das Ganze gefilmt hat, weil das ist uns mega wichtig, dass wir transparent genossen zu unseren Kunden auch sind, ihnen möglichst viel Material zeigen, nicht übrigens nur beim Bäumenpflanzen, sondern bei allem, was wir machen, auch bei der Produktion. Die Hersteller kennen wir, wir sind eng mit ihnen am Zusammenarbeiten, haben sie besucht, zeigen den Kunden, wie zum Beispiel ein Produkt entsteht, damit man sich das besser vorstellen kann, wie das läuft, wie so ein Produkt zustande kommt. Und genauso ist es auch beim Bäumepflanzen, das wollen wir möglichst genau aufzeigen. Das zweite Mal, als wir sie besucht haben, das seht ihr hier auf dem Bild, das war in Colorado. Da haben wir zusammen mit ungefähr 700 Freiwilligen von dieser Region da
mehrere tausend Bäume pflanzen können. Das war eine Fläche, die von einem, die abgebrannt war nach einem Waldbrand. Und da hat man zum Beispiel Bäume gepflanzt, weil dieser Boden am Austrocknen war. Und wenn es stark regnete, dann konnte dieser Boden diese Feuchtigkeit nicht aufnehmen, weil keine Bäume da standen, und hat so große Überschwemmungen auch in den Regionen unterhalb dieses Hangs gesorgt, wo die Leute lebten. Und was One Tree Planet macht, ist nicht nur Bäume pflanzen, sondern sie sorgen sich auch um die Leute, die Bäume pflanzen. Sie geben denen, sie helfen sich da eine Existenz aufzubauen mit diesen Projekten. Und es gibt zum Beispiel auch Orte, wo sie helfen, Kaffeebäume anzupflanzen, damit die Leute einerseits diese Bäume pflanzen können und andererseits dann auch den Kaffee dann schlussendlich nützen können. Genau, sie setzen sich nicht nur fürs Pflanzen ein, sondern auch für den Erhalt von wichtigen Wäldern. Sie schauen, dass Land geschützt wird oder sogar zurückgewonnen wird von Regierungen, da neu aufgeforstet werden kann. Also wir haben da ein sehr starkes Vertrauen in diese Organisation und sind da in sehr enger Zusammenarbeit, damit wir auch mit gutem Gewissen sagen können, wir lassen für jedes verkaufte Produkt einen Baum pflanzen. Genau. Das wäre es von meiner Seite gewesen. Danke euch fürs Zuhören. Und ich glaube, Anja, das Wort wäre dann wieder bei dir. Vielen Dank auch dir, Robin, für deinen Input. Ich finde es wirklich wahnsinnig spannend. Es war für mich jetzt auch nochmal sehr lehrreich und immer wieder inspirierend, auf wie vielen Arten und Ebenen man sich quasi mit Bäumen auseinandersetzen kann oder eben das Bäumenpflanzen halt auch wirklich einsetzen kann. Wir würden dann zur Diskussion oder Fragerunde kommen.